Hallo meine lieben Freunde und wieder mal herzlich willkommen zum zweiten Teil des Raspberry Pi Tutorials. Ich habe in der letzten Folge euch wieder mal einen Blödsinn gesagt. Wir werden natürlich in dieser Folge nicht das Ganze schon an den HDMI-Port anschließen, beziehungsweise an den analogen Port, sondern wir werden uns erstmal anschauen, wie man denn überhaupt das Betriebssystem auf die SD-Karte bekommt. Dafür schauen wir jetzt mal hier auf die RaspberryPi.org Webseite. Drückt man hier, also wenn man da auf der Startseite ist, drückt man hier mal auf Downloads und sieht hier einige Downloads, was es so gibt. Also es gibt da einige vorgeschlagene praktisch Betriebssysteme. Ich habe jetzt einfach mal Raspbian genommen, weil das praktisch der Standard ist. Also es gibt jetzt dieses Noobs, heißt das. Das ist New Out of the Box Software. Da kann man sich praktisch aussuchen, welches Betriebssystem man installiert, direkt auf dem Pi. Kann man machen, funktioniert genauso wie das Raspbian, nur ich mache das einfach der Einfachheit halber, weil ich genau weiß. Ja. Ich zeige euch jetzt einfach mal, wie das Ganze funktioniert. Man muss zuerst mal logischerweise das Image hier runterladen. Das habe ich schon getan hier. Das ist dann dieses Image, das muss man entpacken und dann kommt das raus. Ja, wenn man dieses Image hat, dann muss man sich noch diesen Win32 Disk Imager herunterladen. Den Link dazu gebe ich euch in die Beschreibung rein. Wenn man den dann hat, muss man den wieder entpacken und hat hier dann dieses Programm. Ja. Und hier kann man dann das Image-File auswählen, das da, dann sein Device hier unten auswählen, habe ich momentan nicht angesteckt und ich werde es auch nicht machen, weil ich das schon gemacht habe bei mir, und dann drückt man hier einfach auf Write und das Ganze ist in wenigen Sekunden eigentlich fertig und bereit zum Anstecken an den Pi, hoffentlich. Ja, das ist das Ganze mal unter Windows, ich zeige euch das dann auch noch unter Linux, wo das Ganze meiner Meinung nach wesentlich einfacher geht. Ja, unter Mac ist das dann praktisch dasselbe wie unter Linux, weil das Kommando dort ebenfalls existiert, was wir dazu brauchen. Und ja, ich denke von der Windows-Seite hier war es das jetzt eigentlich schon. Und ich werde jetzt dann mal meinen Laptop starten mit Linux und euch mal zeigen, wie das dort so funktioniert. Bis gleich. Okay, der Ton dieser Aufnahme ist leider etwas verloren gegangen, deswegen spreche ich jetzt einfach hier mal drüber. Ja, ich zeige hier am Anfang die Raspberry Pi Seite wieder her, das Raspbian wieder herunterladen, dasselbe Image wie vorher, in einen Ordner reingeben, in einen Ordner eurer Wahl praktisch, anzippen und dann hat man eine .img-Datei, wie ich hier zeige. Da muss man mit dem Terminal praktisch in diesen Ordner navigieren und sich als Root identifizieren, mehr oder weniger. Hier binde ich noch kurz die Speicherkarte ein. Und da muss man mit SU, was ich jetzt gleich mache, sich als Root ausgeben, mehr oder weniger. Weil dieser Befehl als Root ausgeführt werden muss. Der Befehl lautet dann DD, das ist ein Tool zum Kopieren von Images. IF für Input File ist gleich die Image-Datei, die wir heruntergeladen haben, also 2013 bla bla. Output File, also OF, ist gleich slash dev, also device slash mmblk0 bei mir, das kann bei euch auch anders heißen, meistens heißt slash dev slash stb oder so. Das muss man dann selbst finden. Ja, der DD-Befehl dauert eine Weile und ich lasse ihn dann praktisch fertig laufen und hüpfe dann gleich zum Real-Life-Video praktisch. Bis gleich. So, und da bin ich auch schon wieder in Real Life praktisch. Ich habe wieder meinen Raspberry Pi hier vor mir und die SD-Karte ist jetzt fertig mit dem Kopieren. Ich habe da dann noch eine kleine USB-Tastatur angesteckt an den Pi und mein HDMI-Kabel hier, das dann auf direkten Wege in meinen Monitor da hinten geht.
Momentan sieht man hier noch gar nichts. Das lässt sich aber gleich ändern. Wenn ich nämlich diese Speicherkarte jetzt reingebe, so, und anstecke, sollten wir in Kürze auf dem Bildschirm etwas sehen können. Mein Bildschirm braucht leider immer etwas lange. So, und hier sieht man jetzt einige Zeilen, die so herunterlaufen praktisch. Ich hab, ja, gut. Also das System bootet praktisch und in Kürze sollten wir das hier angezeigt bekommen. Ich habe jetzt leider kein Stativ, das aufrecht steht. Aber ich denke, ich werde es mit der Hand schaffen. Das ist praktisch dieses Raspberry Pi Startmenü. Raspberry Config heißt das Ganze, da kann man verschiedene Dinge. Ich stelle es einfach mal wieder daher. Kann man praktisch verschiedene Dinge konfigurieren. Und wie das Ganze funktioniert, das werden wir uns in der nächsten Folge anschauen. Ja, bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß mit eurem Raspberry Pi, den ihr hoffentlich schon habt. Wenn nicht, kauft euch sofort einen. Wie gesagt, super Investition. Und ja, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.